Hallo und willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Ja, bei der letzten Aufnahme haben wir dem Sensenmann mal ganz tief in die Augen geblickt und ihn danach gleich direkt in den Tod getrieben. Naja, das war nicht optimal. Jetzt müssen wir nämlich versuchen, dass wir ihn wieder klonen. Ja, schauen wir mal, ob wir uns da jetzt behelfen können mit den Sachen, die wir da haben. Der Imbissbude. Salz. Chlorofitz. Das Frittenfett. Das nimmt er alles mit, okay? Ich habe gedacht, dass wir da jetzt wirklich Pommes machen oder so. Wahrscheinlich sind das dann wieder die Spezialzutaten einfach. Können wir den in den Trichter schmeißen? Schauen wir mal, was passiert. Also bitte, ich suche hier nach den Bausteinen des Lebens und nicht nach den Zutaten für einen Feldsalat. Neckfett sind die einzigen. Ja, die stecken in Bosos Nase. Stecken bleiben. So. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Kohlenhydrate. Wie sagt man doch so schön? Was der frisst, das bist. Mineralstoff ist auch aufgegangen. Fettenfett. Das wird lecker. Chlorofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Eiweiß. Eiweiß fehlt uns ein. Achso, Eiweiß ist bei den Vampir-Dingern. Erstens schon der Vampir-Schnabeltier. So. Knoblauch auslegen. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei, ach egal, friss! Ups. Goldig. Ja, gibt's da jetzt aber eine Frage? Nein. Schmeißen wir das auch noch schnell rein in den Trichter. Precarre. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. So, jetzt sind alle Anzeigen grün da. Dann werden wir es nochmal probieren mit dem Klonen. Oh, im Klonlabor. Sohle. Was gibt's denn dann noch eigentlich? Ein Rufus werden wir nicht machen wollen, oder? Andererseits, wenn ich einen Rufus mache und den Rufus dann da hinstelle, dass er... Das könnte eine Lösung sein. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. Du, mehr oder weniger. Na, okay. In Ober probier. Das kommt nicht, bin ein... Du, mehr oder weniger. Okay, wieder nicht. Organon werden wir auch kann. Machen wir an Organon vielleicht? Oh nein, besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. War ein Versuch wert. Und jetzt machen wir gleich drei. Wenn wir nicht alle drei jetzt gleich springen, oder? Da kommt's, Jungs. Nee. So ein Mist! Ich habe keine Zutaten mehr. Hey!
Was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! War es doch der richtige Zug. Dann war es doch richtig so. Gott sei Dank. Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben. Und ich habe ihm in den Arsch getreten. Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Erst warst du der Schwarzseher und jetzt bin ich es. Hast du gemerkt, wie wir eben die Rollen getauscht haben? Versau's nicht, okay? Hat er noch was zum Sagen? Erst warst du... Versau's. So. Goal Scan. Ich habe die Datasette mit ihrem Körperscan. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich nur einsetzen. Hoffe ich mal. Ich habe die Datasette mit ihrem Körperscan. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Probieren wir mal. Ich habe die... Das Spiel ist noch... Ja, aber... Einsetzen, bitte. Ich habe die Datasette mit ihrem Körperscan. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Passt, wie gemalt. Ach, in die Konsole rein. Ja, jetzt haben wir ein Problem, ne? Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach, egal. Wird schon schief gehen. Ja, aber dann werden wir ihn ja gar nicht ausführen können, oder? Wir versuchen es einfach mal. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal! Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose! Was tust du? Rate mal! Ich rette Goal! Aber so doch nicht! Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine! Naja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell! Brich das ab! Die Rohre überhitzen! Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren! Ab hoch! Was? Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Und wo kriegen wir sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Dreiteilen? Du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Hepp! Was
Was passiert denn jetzt? Konstruktion ist mangelhaft, Rufus. Da hast du jetzt nochmal Schwein gehabt, ne? Hey, es hat geklappt! Ja, und jetzt? Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Das ist super. Chaos mal 3. Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meiner. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich. Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken. Dann werden wir es ja sehen. Na, dann gucken wir mal nach. Linker Rufus. Ah, wir sind der mittlere. Rechter Rufus. Ich habe sie offensichtlich. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Einer von diesen beiden... Aber welcher? Oh Mann. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand. Wow. Jetzt haben wir der da. Die werden Augen machen, wenn ich gleich die Nukleinsäure aus meinem Mantel ziehe. Wer hat denn jetzt die Nuklein... Warum guckt ihr nicht nach? Die werden Augen... Die werden Augen machen. Okay. Der Rechte hat sie. Link hat nix. Aber das ist schon mal cool. Eigen. Ich wusste es! Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey! Mittlerer Rufus. Lass das. Hey! Hört auf mit dem Unsinn! Nun, hilf mir doch mal! Wem soll ich denn helfen? Dem Rechten am besten. Nun, hilf mir doch mal! Wem soll ich denn helfen? Hey, hört auf mit dem Unsinn! Hört doch sicher noch runter, das Ding. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Sag ich doch. War doch absehbar. Dreimal Chaos. Okay, und jetzt? Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck! Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier! Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern.
So, jetzt kann ich dann wieder umschalten zwischen den einzelnen. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Stopp! Mach keinen Scheiß! Juhu! Damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Okay, das ist der zweite dann. Schauen wir mal, wo ist jetzt der dritte dann? Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung. Und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein. Also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organonen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Los, beeilt euch! Da sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Okay. Gut, werden wir aber ganz links wieder einsteigen und dann mal schauen, wie weit das mal kommen. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Er hat jetzt aber nicht die... Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Ach, nicht doch! Psst! Bitte, wir müssen immerhin... Ach, nicht doch! Okay, da kann ich eigentlich dann eh nix. Aber da gibt's noch. Das war Gold? Fragezeichen. Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Keine Frage. Das ist der. Oder ein. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Gol. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. War irgendwo was? Hier. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha! Da ist eine Spalte im Fels. Da ist eine Spalte. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Gol. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Alter. Da ist noch was? Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Na dann. So. Na. Nicht so laut, Gol. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Da noch. Ja. Nee. Erwischt haben wir. Na dann. So. Wir nehmen die Augen auf. Also ich glaube, das ist nicht, nicht die. Nicht so Goal. Laut, Gol. Du wächst noch die. Das ist, glaube ich, nicht Gol. Na dann. So. Na. Nicht so wächst. Okay. Ich glaube, hier kommen wir jetzt momentan nicht weiter. Schauen wir mal bei dem zweiten. Schnabbeldier. Rosos Nachbarschaft ist ganz schön heruntergekommen. Der Teil, der noch steht, ist total morsch und porös. Und der Teil, der sitzt, ist hinter der Zeitung schwer zu erkennen. Darf ich kurz stören? Hm? Ui, guck mal, Muck. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich bin kein Landstreicher.
Siehst du, Muck? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Timmy. Der arme Timmy. Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht dein Beppo. Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Muck. Er meinte doch die Bosos. Na dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Also das ist ein Haus gewesen. Oh. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau. Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Gips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Muck. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Muck. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach, den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Ah, okay. Auch gut zu wissen. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Er scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Muck. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Okay, die Mooks. Anzeln kein Ende ansprechen. Ische Spinne. Die Stadt liegt in Trümmern, die Welt geht unter. Egal, solange die Wäsche trocken wird. Können wir uns da was ausborgen von Feuerwehranzug? Ich wäre ein toller Feuerwehrmann. Epische Wasserschlachten, Brandschatzmaßnahmen und Menschen in Not vom Baum aus mit Katzen bewerfen. Ach ja. Baum aus mit Katzen bewerfen. Ja, großartig. Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zuguckt. Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Hm? Ui, guck mal, Muck. Das ist so putzig. Baby Boso spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Oh, du hast recht. Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln. Die können wir gar nicht mitnehmen. Okay. Welche Spinne selbst? Ach. Ninja-Dress. Boso hat ein Ninja in der Familie. Wie konnte er das nur von mir verbergen? Immerhin war es eine Heidenarbeit, den Ninja-Detektor aus dem Bastolino-Heft auszuschneiden. Ausprobieren. Okay. Einmal noch. Ja! Hm? Ui, guck mal, Muck. Baby Boso spielt mit dem Ninja-Dress von seinem Cousin Alec. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Na, dann bekommt er auch keinen Koffeinlutscher. Koffein. Jetzt drehen wir nochmal nach. Jetzt kommt
bunter Strampelanzug. Wenn dieses Outfit groß ist, will es Astronaut werden, um mit den anderen beiden mithalten zu können. Muss das wirklich sein? Ja, die will Baby-Bosos sehen. Brave! Hm? Ui, guck mal, Muck. Da ist ja Baby-Boso. Na, Baby-Boso? Möchtest du noch einen Koffeinlutscher haben? Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben, Frau. Dann nimmt es nur wieder Reis aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Mook. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh Himmel, ich hoffe doch sehr, dass Baby Boso nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Hier, du bekommst einen Koffeinlutscher von mir. Wow, das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der zweiten Klasse abgebrochen habe. Einen Koffeinlutscher. Das war noch einfacher, als einem Baby den Lutscher wegzunehmen. Aber es hat nur halb so viel Spaß gemacht. Okay. Ja, den Rest werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen. An der Stelle sage ich damit vielen Dank fürs Zuschauen, liked und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tell me that you love me, even if it's fake.